Mein Name ist Thomas Bertram, bin 53 Jahre alt und Vorstand der TDP AG und im Bereich des Vorstands zuständig für Personal. Mir ist wichtig, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt und dass sich die Mitarbeiter weiterentwickeln. Und beides muss im Einklang stehen. Und wichtig ist, dass wir nicht nur fachlich hier funktionieren, als Maschinen oder so als Roboter, sondern dass wir auch die Menschlichkeit zeigen und uns in der Menschlichkeit weiterentwickeln. Um diese Persönlichkeitsentwicklung zu initiieren, haben wir Azubi-Anker und Wellenbrecher ins Leben berufen. Mein Name ist Tim Rohrmann, ich bin Geschäftsführer der Joruba GmbH und zuständig für den heutigen Wellenbrecher in der Walzenmühle zu Flensburg. Heute geht es auch wieder darum, den Ausbildern die Zusammenarbeit mit den Auszubildenden näher zu bringen, ihnen hilfreiche Tipps und Tools an die Hand zu geben, damit der Alltag und auch die Ausbildung der Auszubildenden möglichst erfolgreich und problemlos vonstatten gehen kann. Mein Name ist Florian Neumann, ich bin 40 Jahre alt, bin bei TDP in Schleswig. Also meine Art, mit Auszubildenden zu arbeiten und mit denen umzugehen, die auszubilden, hat es dahingehend verändert, dass erstmal durch den Grundworkshop sozusagen auch, wo wir alle Persönlichkeitsprofile entwickelt haben, sozusagen erstmal ein Stück weit sich selber zu verstehen und genauso jetzt von den Auszubildenden, den natürlich besser einschätzen zu können und natürlich auch seine Entwicklung zu sehen. In dem Workshop geht es rein um persönliche Entwicklung, auch Lernverhalten, Lernziele, weil der Teil ansonsten in der normalen Ausbildung relativ wenig bespielt wird. Ja, ich bin Chantal Sandklausen, ich bin 24 Jahre alt und arbeite in der Niederlassung Schleswig. Ich unterstütze eine Kollegin bei der Ausbildung und das seit einem Jahr. Auch die Einschätzung anderer Leute fällt einem leichter und die Einschätzung von sich selber auch. Weil der Zusammenhalt ist auch einfach da. Wir haben ein super Team und man kann auch einfach mit allen gut zusammenarbeiten und auch mit jedem gut sprechen. Ich bin Gesa Heim, ich bin 23 Jahre alt und arbeite in der Niederlassung Husum. Die Kommunikation mit dem Azubi ist viel entspannter und leichter geworden, weil die ja parallel auch die Fortbildung machen und dadurch wächst man mit beiden zusammen. Der Azubi-Anker ist das Pendant zum Wellenbrecher. Der Azubi-Anker dient eben dazu, mit seinen Schwächen umzugehen und lernen, damit umzugehen und auch dazu zu stehen. Also wenn ich das weiß, also wie der Azubi, welche Stärken und welche Schwächen er hat, kann ich ihn natürlich auch als Unternehmen und als Ausbilder entsprechend seinen Stärken und Schwächen einsetzen. Ja, hi, ich bin Florian, ich bin 29, bin im zweiten Lehrjahr. Ja, wir sind heute einen Tag beim Azubi-Anker, machen verschiedene Kommunikationstrainings, lernen viel über uns selbst, viel über unsere Mitmenschen, viel über unsere Ausbilder, um einfach zu verstehen, worauf es ankommt in der Kommunikation und in der Zusammenarbeit zwischen Azubi und Ausbilder. Man macht sich einfach bewusster Gedanken darüber, wer bin ich, wer sind die anderen und wie nehmen die mich überhaupt wahr. Und was mache ich, was den anderen gefällt oder auch mal nicht gefällt. Es ist einfach eine vertraute Umgebung irgendwie. Man vertraut den Leuten hier und man hat einfach ganz viele Möglichkeiten, über Menschen zu lernen. Mein Name ist Annalena Zimmer und ich bin 22 Jahre alt und ich bin seit anderthalb Jahren bei TTP. Also wir lernen ja enorm in diesen Workshops, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen. Und in solchen Situationen denke ich dann einfach vielleicht daran, ja, was haben wir da eigentlich zu hören bekommen, wie kann man damit besser umgehen. Und so schaffe ich das dann, dass ich mir nicht so zu Herzen nehme. Das sehe auch nicht nur ich tatsächlich so, ich habe das auch schon von anderen jetzt gehört, auch, dass man bei mir eine enorme Entwicklung sieht, wie ich mit bestimmten Sachen einfach umgehe. Ich bin Wiebke, ich bin zertifizierte Verhaltensanalytikerin. Wir waren heute im TAB mit dem Azubi-Anker, also den Azubis von TTP. Es geht hier sehr viel um Selbstreflexion. Ich muss mein eigenes Verhalten reflektieren können, um auch anderes Verhalten zu reflektieren und auch anzuerkennen. Also im heutigen Leben, um die Persönlichkeitsentwicklung herumzukommen, ist, glaube ich, sehr schwierig. Und da kommt auch ein Betrieb nicht drum herum. Also wir haben gerade auch bei TTP gemerkt, was das für Wellen schlagen kann. Das ist immer super spannend, wenn Auszubildende und Ausbilder sich gegenseitig reflektieren. Und genau das wollen wir ja auch erreichen in unseren Workshops, dass sie eben diese Vielfalt und die Andersartigkeit von Menschen akzeptieren und auch sich erklären können. Es ist natürlich auch Azubi-Anker und Wellenbrecher sind natürlich auch Coaching-Modelle, wo man sich natürlich auch erstmal öffnet. Ne? Das bindet ja auch
den Auszubildenden mit dem Ausbilder, weil er natürlich irgendwie Vertrauen auch schöpft. Er kann sich's öffnen und er weiß, dass das nicht missbraucht wird. Oder das wird nicht irgendwie als Schwäche ausgelegt, sondern es wird einfach normal, als normal angesehen. Und an diesen Schwächen wird dann gearbeitet und das ist, bringt natürlich einen unheimlichen Effekt. Es haben viele Auszubildende schon gesagt, am Anfang hatte ich den und den Status und am Ende habe ich den Status. Ich habe mich also weiterentwickelt. So, und das ist das größte Ziel, was ich habe, ist, wenn der Mitarbeiter sagt, ich habe an der Arbeit Freude, ich kann sie bewältigen, ich bin nicht überfordert und durch die Persönlichkeitsentwicklung, die ich genommen habe, bin ich viel besser in der Lage, meine Arbeit zu bewältigen. Wenn auch du Lust hast, dich persönlich weiterzuentwickeln, dann komm gerne zu TTP.